Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships, das neueste Spiel von Wargaming, jetzt in der Open Beta. Ja, ich habe jetzt auch erst in der Open Beta anfangen können, ein wenig zu spielen. Habe jetzt noch nicht sonderlich viele Runden hinter mir, also von daher ja, noch ein bisschen mehr Kacknoob als alles andere. Und naja, die Schüsse, die sind noch nicht so zu 100%. Platziert und erreichen auch nicht immer zu 100% das Ziel, wie ich mir das gerne vorstelle. Ja, hier fahren wir halt Schiffchens. Ne? Wer eventuell schon World of Tanks gespielt hat oder World of Warplanes, der ist ja mit der grundlegenden Steuerung vertraut. Die ändert sich hier in dem Spiel auch nicht weiter. Das Einzige, woran man sich so ein bisschen gewöhnen muss, ist das Zielverhalten, da man ja aufgrund der Bewegung der Schiffe sehr viel in Vorhalte gehen muss. Da kommt auch schon der Erste. Wir sind hier unterwegs im Übrigen mit einem Tier 1, der japanischen Hashidate. Das ist so das erste Schiff, was man direkt in der Garage hat. Ja, der war ein bisschen weit. Also ein bisschen kürzer halten. Er könnte aber auch noch zu weit gewesen sein. Jawohl. Jetzt ist da hinten noch ein Zerstörer unterwegs. Das sehen wir da an diesen Rauchbänken, diesen Nebelbänken. Das können nur Zerstörer werfen. Und da haben wir Torpedos im Wasser. Die kommen in erster Linie von den Zerstörern. Ist aber auch möglich, dass die von einem Kreuzer kommen. Allerdings erst in einem höheren Tierbereich. Da kommt einer direkt auf uns zu. Also mal ein bisschen ausweichen, ein bisschen Speed geben. Zack. Das geht immer noch halbwegs mit einem Kreuzer. Bei einem Schlachtschiff wird es nachher ein bisschen schwieriger, noch anständig ausweichen zu können. So. Hier können wir nochmal versuchen, drauf zu semmeln. Jetzt drehst du dich natürlich. Was eine Frechheit. Dieser kleine hässliche Zerstörer, der muss unbedingt weg. Auch wenn die schwerer zu treffen sind, aufgrund der Geschwindigkeit. Die Zerstörer sind die schnellsten Schiffe hier im Spiel. Bisschen HE drauf schießen. Jawohl, Zitadellentreffer. Sehr schön. Ja, der war ein bisschen weit vor. Du drehst hier schon wieder. Sehr schön. Der ist weg. Das ist sehr wichtig. Aus der einfachen Begründung heraus. Ne? Wie gesagt, der schmeißt Torpedos und wird dadurch sehr nervend. Bei dir könnte es ein bisschen knapp werden mit dem Treffen. Dann haben wir da drüben noch ein Schiffchen. Jetzt werden wir beschossen. Yeah. Müssen hier ein bisschen abdrehen. Jetzt haben wir natürlich die Frontseite. Da können wir nur zwei unserer Geschütze einsetzen. Ist natürlich etwas ungeschmeidig. Den könnten wir über... Den könnten wir noch mit allen Vieren eventuell gleich treffen. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen höher schießen. Da ist dann jetzt der Berg im Weg. Also können wir versuchen, nochmal auf ihn hier hinten einen draufzusetzen. Jawohl. Unsere hinteren Geschütze. Er war auch, naja, zumindest einer hat noch getroffen. Wie gesagt, ich bin noch so ein kleiner Kacknoob hier in der Runde. Hab ja noch nicht so viel. Von daher etwas ungeschmeidig. Da hinten, die fahren weg. Du kommst hier gleich um die Ecke. Dann können wir dich auf jeden Fall nochmal draufhalten. Zack, zack. Dem konnten wir schön eine plätten. Könnten auch noch umstellen auf AP-Munition, wo wir ihn jetzt so schön seitlich treffen können. Aber es wird bei dem hier fast beinahe nicht mehr lohnen. Ne. Lohnt sich nicht mehr. Bei dir würde sich das nochmal lohnen. Das können wir auch machen. Mal auf AP umstellen gleich nach dem Schuss. Gut, dann halt nicht mehr. Mal gucken, dass wir da hinter dir hinterherkommen. Wer schießt denn da auf mich? So, du fährst hinten rum, dann können wir... Irgendwas schießt da aus. 1000 Kilometer Entfernung, was sowieso nicht hier ankommt. Interessant ist natürlich, man muss natürlich versuchen mit der... Ja, du kommst doch auch doch da hinten. Ja, 9 Kilometer, du kannst uns noch erreichen. Aber wir versuchen jetzt erstmal den da hinten auszuschalten. Ein nach dem anderen. Man muss hier natürlich beim Schießen auch aufpassen. Ne? Also die Kanonentürme, die Geschütztürme, die haben natürlich nur einen bestimmten Radius, in dem die sich drehen können.
uns jetzt hinten wieder rum, oder was? Drehst du um und dann fahren wir doch hier mit zur Seite. Aufpassen, dass hier die Shikuma vor uns, Tier 2, nicht noch hops geht. Aber ich glaube, der da hinten, der verreckt vorher. Jupp, da kommen wir nicht mehr ran. So, man sieht es hier unten in dem Radar links, ne? Erst wenn es grün ist, sind beide Geschütze so ausgerichtet, dass beide schießen können. Der Nachteil ist natürlich, man präsentiert seine komplette Breitseite und kann dann natürlich auch leichter getroffen werden. Der Vorteil ist natürlich, man kann natürlich auch mit 4 Geschützen schießen, anstatt nur mit 2. Ja, dreh dich doch nicht so. Mensch, hör doch mal auf. Sonst können wir da ja gar nichts reindrücken. So, den haben wir getroffen, hat aber nicht wirklich Schaden gemacht. Aber wir umstellen auf HE. So, jetzt kommen die da hinten noch und melden sich. HE hat den großen Vorteil, gerade auf die Distanzschüsse. Ihr seht ja die Flugbahn der Kugeln, die kommt ziemlich von oben runter. Da hat man mehr Chancen, was zu erreichen und entsprechend auch das Schiff anzuzünden. Man hat hier zwar die Möglichkeit zu löschen und zu reparieren, das ist standardmäßig vorgegeben. So, den haben wir jetzt angezündet. Der brennt. Jetzt fährt er zurück. Schießt uns nochmal. Kriegen wir dich nochmal? Jawohl, du hast nochmal einen gekriegt. Jetzt hat er repariert. Also sein Reparaturkit ist jetzt raus. Das heißt, wenn wir ihn jetzt nochmal schaffen anzuzünden, kann er nicht reparieren. Das hat ja ein wenig Abklingzeit. Und von daher hoffen wir mal, dass wir hier nochmal den Guten da hinten angezündet kriegen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ich glaube, wir werden gleich nochmal auf AP wechseln. Oh, verdammt, da kommt was viel Schlimmeres. So. Den haben wir auf jeden Fall auch in Brand gesteckt. Jawohl. Sehr schön. Zack, zack. Auch nochmal ein paar Treffer. Jetzt müssten wir eigentlich wieder umstellen auf HP. Oben da die Seite, gerade die Zitadellenbereiche durchzudrücken. Wir haben ihn auch angezündet. Das tickt jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit dem Schaden. So, du bist hinüber. Das heißt, du da drüben bist jetzt fällig. Der hat uns erstmal pauschal eine gedrückt. Zack, dem konnten wir einiges drücken. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht von links eventuell noch was gedrückt bekommen. Wir haben unser eigenes Reparaturset noch übrig, haben derzeit 36 Treffer gelandet. Also das Graue sind einfache, ja, wir haben das Schiff an sich getroffen, haben da ein bisschen Schaden verursacht, ne? Dann haben wir daneben das Zitadellenteil und ganz rechts, wir haben 3 Brände bisher verursacht. Schon aufpassen, dass hier von links, ne, da kann keiner mehr kommen, also du bist der Letzte. Zack, da haben wir nochmal durchgeknallt. Er hat uns auch getroffen. Jetzt müssen wir selber reparieren. So, da kommen unsere Teamkollegen, drücken ihm einfach. So, wir haben mal gesehen, wie viel Schaden wir hier so machen können. Kladitsch. Jetzt werden wir von hinten noch von unseren eigenen Leuten mit Torpedos beschossen. Ach, die kommen da hinten rum. Okay, sind weit weg. Also keine sonderliche Gefahr. Zack, das hat gerumst. Kommen wir nochmal zum Nachladen? Nein, kommen wir nicht mehr. Die Runde ist vorbei. Es war ein Sieg. Ja, haben wir uns doch nicht ganz so nuffig angestellt. Ne? 50 Treffer, 1 Zitadellentreffer und 3 Brände verursacht. Können wir ja noch ein bisschen schauen hier. Ja, auf Platz 2 in der Erfahrungspunkte 792. Haben wir noch einen ausführlichen Bericht. Was haben wir gemacht? Wir haben mit AP-Granaten 6275 Schaden verursacht. Und mit den HE-Granaten 12.977 und 509 durch Brände. Ja, das war doch ganz ansehnlich, ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye.